Bei einer Pressekonferenz in Wien haben am Dienstag FPÖ-Chef Herbert Kickl und die Bundesvorsitzende der deutschen AfD Alice Weidel ihre Gemeinsamkeiten betont. Beide sprachen sich in teils drastischen Worten gegen unkontrollierte Zuwanderung, den Ökokommunismus, der Klimapolitik und den Wirtschaftskrieg gegen Russland aus. Hier ein Ausschnitt der Pressekonferenz. Wir haben die besseren Antworten beim Asyl. Festung Österreich ist nichts anderes als das, was die Australier machen. No way. Ja. Wir nehmen keinen Asylantrag mehr an. Ja. Wir stellen das gesamte System von Geld auf Sachleistungen um. Und wenn das mehrere machen in Europa, dann wird Europa sehr schnell seine Attraktivität als Zielland verlieren. Wir haben die besseren Antworten im Zusammenhang mit der Neutralität, weil ich glaube, dass das ein Zukunftsmodell ist und kein Auslaufmodell. Wir brauchen mehr Neutrale, wir brauchen mehr Mediatoren und nicht weniger. Ja, und auch dort, wenn es um die Frage unserer Werte geht und unserer Identität, dann sage ich auch, dass wir die Normalität nicht nur verteidigen werden in einem Abwehrkampf, sondern dass ich sozusagen den Bereich der Normalität ausbauen möchte in einer Offensivbewegung. Da ist in der Vergangenheit schon viel zu viel Territorium verloren worden. Wir sehen nicht erst seit heute, sondern seit 2015, dass in dem Bereich, in dem die Europäische Union ja noch einigermaßen Sinn gemacht hätte, und zwar in der Außengrenzschutzsicherung, komplett versagt hat. Schengen ist gescheitert. Nach 30 Jahren sehen wir, Schengen ist nie de facto umgesetzt worden. Schengen besagt, wir können unsere Binnengrenzen, die inneren Grenzen öffnen, wenn die Außengrenzen gesichert sind. Jetzt haben wir seit Jahrzehnten mittlerweile die Situation, dass wir ungesicherte Außengrenzen, ungesicherte Binnengrenzen haben. Und getan wurde überhaupt nichts. Und da nützt auch so eine Symbolpolitik von irgendeiner Schleierfahndung, schlag mich tot, unsere deutsche liebe CDU-Politikerin von der Leyen macht da irgendwie so einen symbolischen Besuch bei der Frau Meloni, um das alles so bestaunen und dann so heuchlerisch da zu tun, dass man ja nicht zulassen dürfte, dass die Flüchtlinge, es sind ja keine Flüchtlinge, es sind Wirtschaftsmigranten, ja, nicht entscheiden dürfen, die EU-Außengrenzen zu überschreiten. Verlogener kann man überhaupt gar nicht sein. Hier werden die Menschen in Europa belogen über die Situation, die dort vor Ort vonstatten geht. Wir können es doch nicht weiter überrennen lassen. Das ist kein Kontrollverlust, über den ja immer so geredet wird. Es ist ein politisch gewollter, ideologischer Kontrollverzicht.